Willkommen zurück zur nächsten Folge Lara Croft. Ach, hier? Alter, das habe ich überhaupt nicht gesehen. 500 XP. Diese Maske wurde im traditionellen japanischen Nottheater benutzt. Ich glaube, sie stellt einen Dämon dar. Einen Oni. Ein Preisschild? Dann ist das wohl eine Replik. Ja, scheint so. Okay, haben wir komplett. Okay. So, 92%. Was fehlt nur? Ach, zwei von den Geisterdingern. Kacke. Das ist auch so Käse, das Zeug, ne? Käsegedönse finden. Das ist alles nur Malereien. Das Lager. Ist auch nix. Da hängt einer. Den letzten wollen wir natürlich jetzt auch noch, ne? Seht schon, komm, der ist wieder irgendwo im ersten Teil versteckt und wir sind da jetzt schon 98 Mal vorbeigelaufen und. Der Kapp ist hier, ey. Aber ich muss gestehen, die Dinger sind halt echt so ein bisschen nervig, ne? Da jetzt das letzte Ding finden ist, glaube ich. Dezent für den Hintern. Weil ist ja auch gar nicht groß hier, die Karte. Zumal ich weiß ja nicht mal, ob das Ding jetzt hier in dem Abschnitt hängt oder in dem ersten Abschnitt noch oder wie auch immer. Ach, guck mal. Konnte man noch hier oben rum. Das wusste ich ja gar nicht. Oder hängt das hier irgendwo? Nö. Och, das ist so echt Käse jetzt. Das ist doch jetzt hier volle Lotte Käse. Ihr seht schon, komm, wir laufen jetzt hier noch 72 Tage rum. Und finden das nicht, weil es dann im ersten Teil ist. Gehen wir jetzt aber zurück in den ersten Teil, ist es hier. 96%, ja. Da! Geil! Sehr geil! Jetzt brauchen wir so ein Schnellreiselager, das ist da. Weil, das habe ich ja gerade gesehen, man kann nicht über alle Lager Schnellreise betreiben. Cool, die können sie ja sogar abrollen. So, da fehlen noch zwei. Dann brauchen wir nur noch zwei Fähigkeitslevel. Dingenskirchen. Ach, ich bin ein Vogel. Ich wollte noch die Schnellreise. 100. Hier fehlt uns Schatzkarte und 4 Pyromani. Pyromani. Müssen wir erstmal gucken hier, ey. Was hier so mit Pyromanie gemeint ist, das weiß ich nämlich nicht mehr. Also irgendwann anzünden, das ist klar, aber
So, da unten in der Höhle waren wir ja, ne? Genau, hier waren wir. Oh cool, man kann hier rein. Da. Ja, geil. Das hätte ich da, glaube ich, so nie ohne gefunden. Ah ne, da sind wir schon wieder im Falschen. Da waren wir gerade. Hier liegt also Nikis. Was fehlt uns jetzt noch? Pyromane fehlt uns. Und das war's, ne? Genau, der Geocache ist ja schon im anderen. Aber was waren bitte die Dinger für Pyromane? Auf jeden Fall irgendwas anzünden, aber was? Ernsthaft Laternen? Oh mein Gott. Also müssen wir jetzt noch nach so kleinen Laternen Ausschau halten. Wie viele waren das noch? Noch drei. Okay. Waren wir hier schon oben? Hier kann man sogar hoch. Ah, okay, hier waren wir schon. Schade. Die leuchten aber auch nicht, ne? Das ist ja doof. Na, hier leuchtet gar nichts. Bestimmt auch schon drin, ne? Ja, waren wir. Zählt die auch? Jawohl! Eine noch. Ah. Aber wo finden wir das eine Moped jetzt hier? Hier sind wir hoch, da geht es jetzt also nicht weiter. Okay, also können wir jetzt nicht nochmal komplett durchlaufen, also müssen wir wirklich jedes Mal das Schnellreisemoped benutzen. Beziehungsweise jetzt müssen wir erstmal hier die letzte Latüchte finden. Nicht runterfallen. Offen. Im Prinzip müssen wir jetzt nur gucken, wo hier Licht ist. Und dann gucken, ob da irgendwie so ein großes Ding steht. Schade. Also, nur.
nur in Anführungsstrichen. Ist ja derselbe, wo wir gerade schon drauf standen, ne? Ja, danke. Da oben brennt Licht. Müssen wir jetzt gleich mal gucken, warum. So, Glück gehabt. So, da brennt Licht, weil es da brennt. Okay. Schade. Am Lager. Da unten waren wir gerade Dinge zu holen. Ist das da unsere Lampe? Jawohl! Sehr nice. Hier war das Lager, ne? 100? 100, danke. So. Snell Reise. Dann geht's jetzt noch da. Machen wir da weiter. Wo wir aufgehört haben. Los, danke. So. Drei Dokumente, drei Relikte, 6 Erleuchtung? Ach, das waren, glaube ich, hier die komischen Statuen da anjuckeln. So. Dann holen wir uns als allererstes mal da die Kiste. Die duckt sich schon wieder so komisch. Da auch. Okay. Das ist aber nicht besonders nett, dass sie hier direkt so auf mich ballert. Ich habe euch doch gar nichts getan. Da ist noch so ein Fackelmoppel. Geht das von hier aus? Nicht wirklich. Okay, war zwar kein Stück drauf, aber naja, gut. Schalldämpfer überall drauf. Wunderbar. Ohne Schalldämpfer ist nämlich kacke, Alter. Das ist so eklig laut. Und wenn dann wirklich hier noch welche rumstromern, können wir lieber mit Schalldämpfer und dann holen wir uns die leise. Das macht definitiv mehr Sinn. Jemand hat sich dieses Foto oft angesehen. Es wurde häufig. Er kehrte nie nach Hause zurück. Diese Insel hat so viele Leben gefordert. Ja. Scheint so, ne? Da ist ein Geocache. Erstmal holen wir uns jetzt hier die ganzen
Mopeds. Aber schön fliegen. Okay, hier scheinen wohl gleich wieder welche zu sein. Oder auch nicht. Da irgendwas sichtbar. Ja, doch. Wir haben jemanden verfolgt. War nur ein Wolf, aber es war schwer, ihn zu töten. Soll ich das kaufen? Wahrscheinlich, ist doch okay. Nach dem Spiel gehen wir aber zurück. Klar. Ja, geht ihr mal nach dem Spiel zurück. Sind ja nicht mal Figuren drauf. Wir wollten ja dann spielen, ne? War doch so, als hätte ich irgendwo noch eine Kiste gesehen. So. Tasche voller Cash. Das müsste dann jetzt, glaube ich, 75% aller Geocache-Dinger sein. Nein, da solltest du nicht drauf. Du solltest oben auf dem Balken landen. Mensch, Kacke. So, dafür fahren wir da. Och komm, dann nehmen wir halt erst den da. Five, 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 Bats. Da liegt noch Geocache. Cash, Catch, wie auch immer. Okay, da geht's auch noch weiter. Da wollen wir jetzt aber nicht hin. Eine Munition brauchen wir nicht. Fackelmann, Fackelmann. Sind nur die Wände, okay. Bis zum Anzünden. Noch mehr Bergungsgut, sehr schön. Da ist auch noch eine Kiste. Das holen wir uns hier, das Kistchen. Warum hat da nicht angezündet?
steht doch quasi hier gerade direkt vor der Tür. Ja, los! Achso, hier so ein Ding. Okay. Als nächstes gehen wir dahin. Das leuchtet dahin. Okay. Aber das seht ihr in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.